21 verletzte Personen und ein Todesfall in den letzten 3,5 Monaten. Der Fesestautunnel Schaffhausen ist prägt von Unfällen. Eine Arbeitsgruppe sucht jetzt Lösungen, wie die Sicherheit im 1,5 Kilometer langen Tunnel erhöht werden kann. Zur Diskussion steht eine Temporeduktion von 80 auf 60 Stundenkilometer. Es ist klar, bei Tempo 60 sind die Unfälle weniger gravierend, also weniger Personenschaden. Oder die sind geringer und auch Blechschäden natürlich. Aber es verhindert aus meiner Sicht die Auffahrunfälle nicht. Der Grund, die Person hinter dem Steuer sei immer noch das Hauptproblem. Der Präsident vom TCS Schaffhausen befürchtet, dass die Autofahrer noch weniger Abstand halten, wenn die Geschwindigkeit tiefer ist. Das könne sein, aber Schaffhausen braucht jetzt eine schnelle Lösung, findet der FDP-Präsident Marcel Sonderegger. Es sei definitiv schon zu viel Unfall passiert. Also das ist eine Lösung von vielen, die es gibt. Das ist einfach eine schnell umsetzbare Lösung. Und alles, was man schnell umsetzen kann, macht absolut Sinn. So schnell wird es vermutlich aber nicht gehen. Denn das Astra will zuerst die Unfallursache der Massenkarambolage abwarten und erst dann mögliche Massnahmen prüfen. Aber eine Geschwindigkeitsreduktion wäre grundsätzlich eine Möglichkeit. Wir werden jetzt nicht voreilig irgendwelche Massnahmen treffen, bevor wir die Ursache des Unfalls kennen. Wir sind bereit, eine solche Massnahme in Betracht zu ziehen. Ich muss allerdings sagen, bezüglich der Geschwindigkeitsreduktion kann man so etwas nicht isoliert anschauen und man sollte es auch nicht voreilig anordnen. Die Schaffhauser Regierung wird sich zum Thema Fesestautunnel nicht äußern. Klar ist, am letzten Freitag haben sich das Astra und der Regierungspräsident Reto Dubach zu einer Krisensitzung getroffen und bei dieser über das weitere Vorgehen diskutiert.